EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gerry und bei Hansa Rostock. Ja, liebe Leute, es gibt viel zu tun. Ihr seht schon hier zwei rote Pfeile hier. Und zwar, sie haben derzeit mindestens zwei Budgets überschritten. Das kann sie ihren Job kosten. Das wäre schon mal bitter. Und Marketingmanager sollen wir einstellen. Das würde ich jetzt hinten ranstellen. Aber mit den Budgets muss man gucken, dass wir da wieder guten Fußes in die Zukunft gucken können. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen hin und her schieben. Vielleicht hier gerade bei den Transfers nochmal was wegziehen. Sind ja da auch so 500.000 im Minus bei den Gehältern. Dass wir da wieder was draufklatschen. Jetzt sind wir da im Plus. Transfers möchte ich eigentlich eh keine mehr tätigen, die uns Ablösesummen kosten werden. Jetzt im Moment. Von daher machen wir das weg. Wir können uns das jetzt nicht mehr leisten. Aber ich habe noch andere Ideen, die mir gekommen sind. Aber dazu gleich mehr. Wir gucken nochmal hier in die erste Mannschaft rein. Da hat uns nämlich der liebe Ruxon für Dominguez ein Bild direkt im Hansa-Trikot gemacht. Und für Javi Lara ebenfalls. Supergeil. Dankeschön, Ruxon, für die beiden Fotos. Hier haben wir auch unsere Top 11. Das wäre so eigentlich meine Sache, wie ich sagen würde, wie wir in die Saison gehen. Mit einem 4-5-1 meiner Meinung nach. Fünferkette hinten hat nicht so gefruchtet. Ich glaube, die Viererkette brauchen wir hinten. Aber mindestens, weil wir sind das schwächste Team. Oder zumindest das fast schwächste Team. Ne? Wir sind 16. oder so von der Stärketabelle her. Und ja, da sieht man es nochmal. Und da müssen wir unbedingt, hinten sicher stehen. Das hat ja schon letzte Saison nicht geklappt. Das hat schon IMJ bei FM-Talker angemerkt, dass er es nicht nachvollziehen kann, wie jemand sagt, wir wären zu defensiv. Das gäbe es bei uns eigentlich gar nicht. Könnte es gar nicht geben, weil wir sowieso da schon immer Probleme hatten. So, dann kommen wir zu anderen Sachen noch. Und zwar habe ich noch vor, Raphael Meyer, das ist ja hier unser Jojo de PG, mit dem habe ich geschrieben, den würde ich gerne zur Leihe ausleihen. Vielleicht kriegen wir da noch 100.000 für. Regionalliga müssen wir mal gerade gucken, ob das Sinn macht, da der Verein, ne, Team. Ich will die Ben irgendwo hinleihen, wo auf jeden Fall Stamm garantiert ist. Und das sieht da nicht so aus dann, ne? In der zweiten von Hannover zum Beispiel ginge es. Wie sieht's hier aus? Bei Erfurt ging es auch. Da wäre dann halt die Sache, ich will auch nicht, dass sie absteigen, ne? Nicht unbedingt hier. Sind die eigentlich direkt nach Stärke sortiert hier? Ja, sind die, ja gut. Dann können wir doch mal hier so im Mittelfeld bei Unterhaching mal reingucken. Da sind 50er Innenverteidiger bei Unterhaching. Die wären aber auch 17. Okay, sind doch nicht nach der Stärke sortiert. Schade, hätte ja sein können. Der KSC, wie sieht's denn da so aus? Achso, sollte ich vielleicht auch hier nicht. Das sind auch. Ja, schwierig. Hier bei Paderborn, da ging vielleicht was für einen von den Jungs. Allgemein, sie wären 13. Also Paderborn ginge für einen von unseren Innenverteidigern. Dann ging es aber auch vielleicht noch eine Nummer runter in die Regionalliga. Irgendwohin. Gerade mal gucken, wo spielt denn. Also es geht mir darum, ich muss jetzt kurz sagen, ne, hier unser Gehalt zum Beispiel, damit wir ein bisschen wieder von runterkommen von den Kosten. Das sind immer 220.000 hier, die der Jojo de PG zum Beispiel uns kostet. Und deshalb würde ich den ganz gerne loskriegen und mit unserem anderen Kollegen ebenfalls. Ich mache jetzt erstmal hier einfach Spielagenten beauftragen und guck mal, was da so bei rumkommt. Genauso wie Ronny Schumann, der hat ja schon selber gesagt, ich werde es nachher wahrscheinlich auch noch vorlesen in seinen Kommentaren, dass er auch gerne wechseln würde. Also nicht gerne, sondern gezwungenermaßen, weil er denkt auch, dass er jetzt im Moment nicht zum Zuge kommt, um sich verbessern zu können. Und dann habe ich noch mit unserem nächsten Kollegen gesprochen, und zwar mit IMJ. Erstmal hat der Ruxon den Spiel abgegeben. Herr Ruxon, du bist dann der Nächste dran mit einem coolen Superspieler. Jetzt hat erstmal IMJ den bekommen. Und IMJ hat auch gesagt, also wir haben uns unterhalten und dann hat er gemeint, ja, kann er nachvollziehen, die Idee dahinter.
Ja, er wird sich da dem Team unterstellen. Er wird zwar gerne in der zweiten Mannschaft spielen, aber er sieht auch ein, dass er ziemlich viel Kohle bekommt und wir das dieses Jahr im Moment in der zweiten Liga brauchen können für andere Sachen. Deshalb hat er gesagt, macht er. Kann er akzeptieren. Und jetzt werden wir aber einen coolen Verein für alle drei suchen zum Ausleihen, wo die Stamm spielen können, ne? Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass sie nächstes Jahr vielleicht mit 3 bis 5 Verbesserungspunkten nach Hause kommen und dann vielleicht sogar schon auch der Mannschaft weiterhelfen können direkt, ne? Jetzt machen wir das hier noch. So, alles klar. Josef Kerscher, der IMJ. Er wollte noch gucken, ob er noch ein anderes Foto bekommt. So eins, so ein frontales quasi, damit der auch ein Hansa-Trikot angezogen bekommen kann, weil das habe ich hier nicht hingekriegt. Da bin ich so schlecht für. Das ging nicht. So, jetzt nochmal hier. Zweite Mannschaft. Die Verträge, die da auslaufen, die würde ich halt gerne losbekommen, ne? Aber es ist schwierig. Läuft nicht so super gerade mit den Verkäufen. Ja. Kerscher, wir gucken nochmal. Hat nämlich auch ein 400.000er Gehalt. Das wäre schon klasse, wenn wir den auch irgendwie dann eben losbekommen könnten, ne? Dann sieht es in der zweiten Mannschaft halt ein bisschen knackig aus. Warum kann ich hier nicht Vertrag klicken bei denen? Was ist hier los? Bei ihm geht's, bei ihm hier geht's nicht. Keine Ahnung, was mit dem ist. Ach, der ist zur Leihe. Ach so, ja, stimmt hier unter. Ah ja. Okay, alles klar. Gut, gucken wir mal rein. Also die Bilder habe ich gesehen von dir, Ruxon, und dass du weitergegeben hast. Vielen Dank. IMJ nochmal im Forum hat gesagt, hier zu defensiv gibt es nicht. Und beide waren natürlich nicht zufrieden mit den Ergebnissen. In dem Sinne, das ja war ein bisschen. Mit den ersten zwei Spielen haben wir hier eine Niederlage und ein Unentschieden geholt. Jetzt geht es im DFB-Pokal gegen Freiburg ran, das wird auch nochmal hart. Und IMJ hat angemerkt, ich sollte mal was für die Fans tun. Beliebtheit bei den Fans ist nämlich nur bei 50%. Machen wir mal hier, ne? Machen wir mal ein bisschen was hier. Was hast du noch irgendwas geschrieben, was ich tun sollte? Ein paar Freikarten helfen da auf Wunder. Apropos, Eintrittskarten kannst du ruhig den Empfehlungen folgen. 100 Eintrittskarten und zusätzlich beim nächsten hier 200. So, dann. Die Eintrittskarten hast du gesagt. Kartenverkauf. Empfehlung. Wo steht denn hier eine Empfehlung? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Letzte VIP gesamt. Was steht denn hier eine Empfehlung, mein Freund? Ich bin da ein bisschen blind offensichtlich. Zuschauerschnitt, Kapazität. Gesamt VIP, 200 Plätze und so weiter. Was steht denn hier eine Empfehlung? Rabatt bei Freundschaftsspielen. Bin ich zu dumm für gerade? Ich sehe es nicht. Kannst du mir mal helfen, wenn du was siehst? Also ich sehe hier so nix. Und ich dachte mir ja, wir können hier so bei 21 Euro oder so. Dann haben wir viele Spiele ausverkauft, ein paar nicht. Ist dann so. Und so könnte man in die Saison starten, um ein bisschen Kohle rauszukriegen, ne? So, dann hat er sich gefragt. Ah, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier. Jetzt gucken wir mal. Aue zum Beispiel, ne? Hier, zweite Bundesliga. Ah, das wird doch nix. So, denn hier Leute aus der zweiten Bundesliga, ist doch schwachsinnig. Sandhausen, Regensburg, sind ja alles hier. Mensch. Wieso wollt ihr den denn leihen? Doch Mist, Jungs. Ich will jemanden aus der dritten Liga oder so. Oder vielleicht aus Österreich oder was weiß der Geier, aber doch nicht hier aus der zweiten Liga. Da kommt er doch nicht zum Spielen. Nee, Jungs, nee. Auch nicht, nee. Team Rot, ja, das können wir machen hier. Zack. Ach, das taugt doch nichts hier. Was ist los mit euch? Jugendspieler wurde entdeckt. Dennis Frommann, 41er Stürmer. Fünfer Talent, beziehungsweise ne, hier ein Silbertalent. Aber bei uns sehen wir es halt in den Jugend 5er Talent. Gar nicht so verkehrt hier, der gute Mann. 41er Stärke als 15-Jähriger ist auch okay. Also wer den haben will, der sieht schon da gar nicht so schlecht aus. Frohnatur, weite Einwürfe und flexibel ist er. Vorne hier kann er alles abdecken. Ab OM nach vorne.
gar nicht so verkehrt. Rucksack kannst du natürlich überlegen, ob der was für dich ist. Ist jetzt noch nicht der Überspieler, aber der ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagen würde, da könnte der ein oder andere unbedingt mal zuschlagen von den Kommentatierern hier, hätte ich bald gesagt. So, ja, das hat nicht geklappt hier mit dem Meier. Spieler anbieten nochmal. Zur Leihe. Gehaltsübernahme. Vielleicht ist auch das Gehalt halt zu teuer, ne? Für die dritte Liga und so. Sonst teilen wir uns vielleicht mal hier die Gehaltsdinger. Und gucken mal jetzt hier in der dritten Liga nochmal durch, wo er in der ersten Mannschaft spielen könnte. Hier zum Beispiel ist nur ein 63er vor ihm. Bei Jena. Duisburg wird schwierig. Lotte ginge auch. Also Lotte bisher wäre ganz guter Wechsel hin. Da hätte er eine Chance, sich durchzusetzen. Würzburg, da spielen zwei DMs als IV. Okay, sind aber trotzdem stark. Also bisher sehe ich Lotte als... Ja, oder hier Unterhaching. Ne? Unterhaching hat halt echt nur 60er Leute. Da könnte man vielleicht beide hin verleihen. Das wäre geil. Unterhaching. Unterhaching und Lotte. Und Paderborn. Und auch Chemnitz. Chemnitz hat auch nur 60er. Ja, da geht doch was. Da geht doch was hier. Jetzt gucken wir mal. Erfurt haben wir auch. So, jetzt schauen wir mal. Also, Erfurt ist nur 16er von der Stärke her. Chemnitz wäre 18er. Paderborn 13er. Unterhaching, wie sieht es da aus? 11er. Ich würde mal versuchen, beide. Das fände ich ganz cool, wenn die sogar zu... Wobei, die klauen sich dann vielleicht die Position, ne? So, hier, zack. Und Ronny Schumann. Spieler anbieten. Auch dritte Liga, würde ich sagen. Hatte ich jetzt noch gesagt, Paderborn war so 14er, ne? Lotte sah doch ganz gut aus noch, als 5er. Team. Ah, es könnte knapp werden mit dem sich durchsetzen. Wie war es in Aalen? Ne, Aalen war es auch nicht. Chemnitz ist halt schwach, ne? Nicht, dass die dann verkacken und du deshalb irgendwie schlechte Noten kriegst. Aber da könntest du auf jeden Fall spielen. Da könntest du hier die Alteingesessenen richtig durchjubeln da hinten rum. Ah, oder halt Lotte. Lotte wäre immerhin 5er. Ja, schwierig jetzt gerade. Oder Paderborn. Paderborn wäre 13er. Komm, dann versuchen wir es jetzt Paderborn. Paderborn hier erstmal anbieten. Die würden sogar 100% des Gehalts übernehmen von Ronny Schumann. Klasse. In der zweiten Mannschaft gucken wir jetzt noch bei Kretschmer. Kretschmer. Wie komme ich denn jetzt auf Kretschmer? Kerscher. Kretschmer ist ja unser Scout. Spieler anbieten. Leihgebühr 1,6 Millionen Euro. Ja, das wäre eher nix. Versuchen wir es mal mit, weiß ich nicht, 300.000. Bezahlt das jemand in der dritten Liga? Wo könntest du dich da durchsetzen? OM. Gucken wir jetzt mal ins OM-Bereich hier. Die spielen gar nicht mit OM. Das ist schon mal nichts für uns. Ja, hier bei Jena direkt wäre schon klasse. Der 65er spielt da. Spielen nicht mit OM. 62er hier bei Würzburg. Würzburg ginge eigentlich auch ganz gut. Klar, so von der Stärke her. Ginge fast überall. Ja, hier auch in Osnabrück. Die spielte sogar mit zwei OMs. Das wäre bisher richtig klasse, glaube ich. Unterhaching. Unterhaching spielt auch mit zwei OMs. Unter anderem mit Mike Owusu. Den kennst du ja noch. Unterhaching fände ich ganz gut, weil da geht ja vielleicht auch noch unser Jojo hin. Dann sind Jay und Jojo wieder zusammen und ich kann sie weiterhin gut verwechseln. Ist doch klasse. Billy Efsef ist hier bei Paderborn am Start. Okay. Fortuna Köln hier unten nicht. So, was habe ich gesagt? Hier Unterhaching. Oder eben, wo war es? Würzburg, ne? Nee, nicht Würzburg. Was habe ich denn noch gesagt? Wo waren denn noch die zwei hier? Osnabrück waren noch zwei. Jena. Komm, wir versuchen mal. Unterhaching, mein lieber Freund. Aber sucht. Ah, die suchen sogar.
Spieler anbieten. Bringt aber das Gehaltsbudget. Gucken wir mal, ob sie hier. Ja, 70% des Gehalts. Da hätten wir wenigstens gut noch Kohle, was wir einsparen können. Und ja, gehen wir mal weiter in den Kommentaren. Ich glaube, auf FM-Zocker war es das, genau. So, guck mal hier jetzt. Leihgebühr. Ja, klasse. Dann könntest du in Unterhaching für den Aufstieg sorgen. Hier unser Kollege Schumann. Aber Bochum ist ja jetzt schon wieder falsch, ne? Bochum da nicht hin. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den jetzt nicht hier irgendwo hinschicke. Kaiserslautern ist auch Quatsch. Sandhausen ist Quatsch. Unterhaching hätte ich gern. In der Zeit kann ich ja schon mal bei YouTube reingucken. Ja, ansonsten hoffe ich, es geht euch gut. Mir geht's Bombe. Braunschweig ist auch Quatsch. Hier war ja Paderborn der richtige Mann. Nee. Ja, Paderborn, alles klar. Da geht's hin. Für dich, lieber Ronny Schumann. Und für Jojo geht's nicht nach Düsseldorf, sondern auch Richtung Unterhaching. Dann sind Jojo und Jay da vereint. Ist doch super. Klasse, finde ich gut. Dann haben wir schon mal ein paar Punkte hier. Wanwetsch können wir in die Rubenshalle mal übernehmen. Ja, komm auf. Alles gut. Und wir sind im DFB-Pokal, meine lieben Leute. Gegen Freiburg. Es wird natürlich übelst hart. Die sind, was haben wir hier, 70 Punkte besser. Also ein kompletter Spieler. Das wird ganz, ganz schwierig. Aber wir versuchen es trotzdem. Top-Spiel in der ersten Pokalrunde ist Heidenheim gegen Leipzig. Warum ist das Wappen denn so klein? Wahrscheinlich, weil es so breit ist, ne? Könnte sein. Fürth gegen Köln haben wir noch und Wien, Wiesbaden gegen Frankfurt. Ja, meine Dortmunder müssen gegen Schweinfurt ran. Das wird ja wohl auch ganz easy peasy. Und Cottbus hat Bayern gezogen, fällt mir gerade auf. Das ist auch hartes Los für die Lausitzer. Und ja, wir gucken aber vorher trotzdem noch in den Kommentarbereich rein. Und zwar, so, da habt ihr mir 15 Daumen wieder dagelassen. Super geil. Grauer hat einen Gruß dagelassen. Er ist überzeugt, dass das noch haut mit der zweiten Liga. Genauso ähnlich wie es auch der Presser sagt. Der fragt auch, wie es seinem Dänen geht. Presser, da gucken wir jetzt gerade rein bei dir. In der zweiten Mannschaft. Ne, in der zweiten Mannschaft ist er noch nicht. Sondern er ist noch in der Jugend. Gucken dir an hier, dein Presserson. Hat sich ganz gut entwickelt bisher. 45er Stärke sollte jetzt auf jeden Fall noch nach oben gehen in der nächsten Zeit. Und deine Trainingsziele bisher sind... nee, das ist Quatsch. Die Trainingsziele sind ja hier irgendwo anders. Da, die Hütchen sind das ja hier. Noch Robustheit. Und danach geht es dann auch endlich mal gegen, ja, gegen richtige Trainingsziele. Deshalb ist die Entwicklung in der Jugend bei mir vielleicht auch nicht so super wie bei anderen, weil ich immer erst auf diese Robustheit und Ausdauer switche. Vielleicht sollte ich das auch mal unterlassen, damit es besser hinhaut. Ich weiß es nicht, aber ich fand es immer wichtig, dass die zumindest mal Ausdauer und Robustheit auf einem gewissen Niveau haben. So, Marvin Hanf, du musst hier langsam mal loslegen mit deinen Trainingszielen. Vielleicht sollte ich bei dir die mal zumindest hier wegmachen, damit du noch überhaupt eine Chance hast, da mal irgendwie ranzukommen. Aber Ausdauer zum Beispiel ist bei dir auch ein wichtiges Ding. Können wir das ja da lassen. Und ansonsten sind das schon alle wichtigen Sachen hier. Können wir die Robustheit auch wieder reinbringen. Aber weiter unten, ne? So. Okay, alles klar. Dann. Juli 12.22. Schade, dass es mit keinem Sieg geklappt hat. Da sieht man defensiv den Klassenunterschied zwischen der dritten und zweiten Bundesliga. Ja, aber hallo, ey. Schumann hatte geschrieben, ja, vielleicht solltest du mich doch verleihen, aber bitte zu einem, der mich Stamm spielen lässt, beziehungsweise Ambition nach oben hat. Muss sich ja lohnen. Wir haben zu viele IVs und solange ich nicht Stamm spielen kann, muss ich halt woanders hin. Ich habe dir jetzt da einen ganz guten rausgesucht, meiner Meinung nach, hoffe ich zumindest, an Verein, dass du da klarkommst. Musst dich vielleicht ein bisschen strecken in deiner Leistung, aber ansonsten geht's. Dann hast du gesagt, ich soll Bruno Gamma noch ein Bild geben. Hier ist er, bitteschön. Frank Schönekäs, harter Auftakt in Liga 2. Kracher Gegner kommen jetzt auch erst noch und wir bleiben aber noch optimistisch. Gegebenenfalls würde ich in Erwägung ziehen, Mike Wilhelm zu verleihen. Habe ich gesagt, habe ich gemacht, ne? Aber nicht für 700.000, weil ich glaube, für das Geld wären wir ihn nicht losgekriegt. Aber für ein paar Euro haben wir ihn losbekommen. Wir haben jetzt erstmal Gehälter wieder und Transfers sogar ein bisschen da.
So, dann noch Glückwunsch zum Schnapper Dominguez. Super Transfer, klasse. Und dann kommen wir auf den ersten Kritiker für dieses Mal. Und das ist wie so oft der Patze, das finde ich immer gut, dass der sagt. Der hat gesagt, hier, du wolltest immer einen Ersatztorwart mitnehmen. Habe ich auch gesagt. Und wir haben jetzt, da habe ich nämlich nicht ganz so aufgepasst mal wieder, ne? Erkennt ihr mich ja. Wir haben nur noch Georg Gattas und Philipp Pulz. Und dann habe ich mir gedacht, hier, pass auf, ich suche mal nach vereinslosen Torhütern. So in dem Anfang 60er Bereich rum. Weil was anderes brauchen wir ja nicht. Und da hatte ich zum Beispiel hier Falkengard gesehen und dachte mir, der setzt sich doch vielleicht bei uns auf die Bank. Und jetzt gucken wir mal, was der vom Gehalt her haben wollte. Ne, das ist zu teuer. Was habe ich denn da letztens gemacht? Ne, ich bin, glaube ich, noch weiter runtergegangen in der Offline-Folge. Hier irgendwo hin. Ja, jetzt kommen wir hier so hin. Jetzt sind wir bei denen, die ich da im Blickfeld hatte. Und zwar haben wir hier ein paar Leute, die wir mit einer 50er Stärke bei uns auf die Bank setzen könnten. So, hier Robin Zentner zum Beispiel, Königsmann, Patrick Treves. Ich guck nochmal, ich habe mir so ein paar aufgeschrieben gehabt. Nacho, warum ist der denn jetzt hier nicht dabei zum Beispiel? Weiß ich nicht mehr. Aber Leier, den tue ich mal gerade. Der machte kaum Anstalten, was Gehalt anging. Hier ist er doch, der Leier. Und der wäre irgendwo im 50er Bereich unterwegs. Wahrscheinlich. Wir kennen ihn ja noch nicht super gut, aber wenn er hier schon 60 sagt und wir haben ihn bei 8, dann könnte er irgendwo Ende 50 sein. Und er wollte ungefähr 60.000 Gehalt. Das, finde ich, können wir für einen Ersatztorwart durchaus mal ausgeben. Gucken wir nämlich hier mal. Abstieg hatte ich da, glaube ich, auf 100% Options. Hier keine Gehaltsabkürzung. Und hier vor allem, was nämlich richtig gut hilft, waren hier 1.000 Euro Auflaufprämie. Der läuft ja eh nicht oft aus, ne? Und hier auch die 2.600 an Ligaspielbonus. Der läuft ja eh nicht oft aus. Also gehen wir hier mal hin mit 55.000 für einen Ersatzkeeper als Gehalt, finde ich, ist vollkommen okay. Und könnte man hier sogar noch sagen, spielt man in der ersten Mannschaft, oder können wir so machen. Also, nehmen wir mal mit. Das war so die Idee, dass wir hier noch für richtig wenig Geld noch einen Ersatzkeeper dann holen, um Patze auch ja, zufriedenzustellen, ne? So, ja, und dann sieht jetzt unsere Mannschaft momentan so aus hier. Finde ich, sieht ganz ordentlich aus, aber es ist, Jakobsen ist jetzt hier am Start noch wieder, und der ist wieder gesund. Könnte jetzt hart werden in dieser Saison, auch für ihn. Aber er ist mit einer unserer besten Spieler, und da kommen wir zum nächsten Kommentar. Abedin Veli hat nämlich gesagt, wir sollten noch 2 bis 3 gute Spieler holen, dann geht's ab. Und was ich von der Taktik... Viererkette, DM, 2 ZM, OM und 2 Stürmer halten würde. Also quasi Viererkette, ne? So, dann hast du gesagt 2 DM und ZM. Das wäre deine Taktik, was ich von der halten würde. Ich muss ehrlich gestehen, für unsere Hansa Rostock Mannschaft hier ist das eigentlich nix. Weil unsere besten Spieler hier auf der rechten und linken Mittelfeldseite fast unterwegs sind, ne? Auch wenn Guevara hier auch noch hinwechseln kann und so. Und wenn wir ohne die spielen, meine ich, wäre das vergeudet. Und mir gefällt es auch nicht, ich mache es jetzt einfach nochmal hier so ganz sporadisch hier so mitten rein, wenn hier ganz viel auf den Außenbahnen frei ist. Das ist nichts für mich. Deshalb, momentan wäre das mein Favorit hier. Da hätten wir die Spieler für, glaube ich, die ganz gut laufen könnten. Und vielleicht kriegen wir hier noch dann hin, dass man ein bisschen, also die Abwehr vielleicht nach hinten weiterzieht und Pressing allerdings ein bisschen überall macht, damit wir den Ball wieder kriegen. Passspiel vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und auch die Laufwege nochmal ein bisschen defensiver hier nach hinten alles zieht. Damit auf jeden Fall nach hinten gearbeitet wird. So, was haben wir noch für Anweisungen? Da haben wir die Innenverteidiger nämlich draußen gelassen. Boah, können wir doch mal so ungefähr lassen. Wenn ihr noch Ideen habt, die ich unbedingt machen sollte, um hinten sicherer zu stehen, sagt ihr mir bitte Bescheid. Gar kein Problem. So, weiter geht's. Tiberius hat geschrieben, ich bin auch der Meinung, dass neben den Jungen wie Handwerker auch mal ein paar erfahrene Spieler an Bord ziehst. Das haben wir ja gemacht hier, ne? Mit Lara
Also unsere ganze Innenzentrale hier, Lara 33, Dominguez 27, Teuerkauf 32, da sind wir jetzt schon auf jeden Fall deutlich erfahrener. Finde ich gut. Und so, dann hast du noch eine Frage gestellt, die habe ich noch nicht beantwortet. Wenn du für Jugendspieler Spielerbilder raussuchst, nimmst du dann deren echten Bilder oder einfach Bilder von wildfremden Menschen? Also wenn die nicht generiert sind, suche ich deren echten Bilder raus. Wir haben das ja hier auch in der zweiten Mannschaft gemacht, ne? Da haben wir noch einigen Spielern Bilder gegeben. Oder auch in der Jugend. Warte mal, wo war denn hier ein gutes Beispiel, der mir noch im Kopf geblieben ist? Ja, weiß ich nicht. Also hier bei Schwarz zum Beispiel. Also jeder nicht generierte Jugendspieler kriegt bei mir echte Bilder. Und generierte nehme ich halt aus meinem Archiv, ne? Ja. So, jetzt habe ich aber noch irgendwen überlesen, weil ich meine... Ne, doch nicht. Ich dachte, Melon Punk, okay, hätte sich nochmal gemeldet gehabt. Aber ist gut. Alles klar, dann können wir jetzt in die Partie hier starten. Gegen die Freiburger im DFB-Pokal. Also das ist schon auch eine Hausnummer. Aber müssen wir mal gucken hier. Also, Dennis Frommann, den können wir jetzt mal hier Trainingsziele geben. Das wäre eventuell jemand, den ihr noch euch holen könntet. Wo ihr sagt hier, ich möchte auch einen haben. Der ist nicht so verkehrt. Nicht der Top-Spieler, aber wie gesagt, ein ganz guter. Und bei deutschen Namen, also bei deutschen Nationalitäten, da bin ich auch dabei, andere Namen zu benutzen. Also, ne, jeder Name von euch ist da in Ordnung. Bei so Italienern und sonstigen, da möchte ich ja immer die Nationalnamen haben, damit es eine gewisse Ordnung hat. Aber bei Deutschen, ich finde, Deutschland ist so ein offenes Volk, da kann man auch hier, weiß ich nicht, so jemanden Abidin Veli nennen, das ist gar kein Problem. Für mich so. So, jetzt guck mal hier. Julian ist wieder fit. Wir haben noch... Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Saisonvorschau. Scouting abgeschlossen. Ausgeliehen. So, da wurde ich ein bisschen gerade rausgebracht aus meinem Konzept. Weiter geht's. Wir haben hier... Bannenwetsch noch verkauft hier für 135.000 nochmal Richtung Erfurt und Scout kehrt zurück. Boah, ja, Dominguez ist jetzt auf 10, ja super, vielen Dank dafür. Raphael Meyer, so, das waren ja die ganzen Dinger. Kerscher wird ausgeliehen nach Unterhaching. Und dann haben wir hier noch sonst, ja, so. Okay, alles klar, wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich nochmal nachschauen hier, wie sieht's aus. Mit unserer Elf des Tages. Ach, hier, der Lox, der Gute. Guck mal bei ihm ins Let's Play rein. Hat noch dem Verlat ein neues Bild gegeben. Er hat gesagt, das Alte hätte ihm nicht gefallen. Kann ich nachvollziehen. Ich bin, das ist leider hier so ein Format vom Sega Manager, ne? Ich bin immer so ein bisschen Fan von eher solchen Bildern. Aber es ist auf jeden Fall schöner und besser als dieses seitliche von ihm. Das stimmt. Wunderbar, vielen Dank dafür. Und jetzt wollte ich nochmal gucken nach diesem... ablösefreien Leuten. Haben wir eben hier schon einen als Torwart geholt. Wir gucken jetzt einfach mal alles, was da so kreucht und fleucht in so einem Bereich von bis 70 oder so, bis 69. Vielleicht finden wir da noch jemanden, den wir holen könnten, der uns direkt weiterbringt. Aber so richtig sehe ich hier jetzt auch nichts, was wir unbedingt holen sollten. Sieht nicht so aus, ne? Hier, Brewster, Kapuzov, Transferliste vielleicht, suchen wir OM 66er, das macht für uns jetzt auch nicht so einen Riesensinn, ne? Haben wir ja jemanden und dann haben wir auch noch Quiring da auf der Position. Nö, gehen wir mal ein bisschen über 70 vielleicht rüber. Haben wir viele 70er auf jeden Fall. Über 70 so haben wir nichts. 72er Rechtsverteidiger hätten wir noch. Aber der ist auch mit Verein, nicht so, wollte ja jeder ohne Verein suchen. Da haben wir auch kaum welche, die wir richtig kennen. Ihn hier höchstens, den Alan Judge. Der kommt aus Brentford und Blackford. Können wir auch mal gucken, was der so wollte, haben wollen würde. Wo ist er denn jetzt hin? Der Alan Judge. Hä? So, weg. Das ist ja irgendwie jetzt auch komisch hier, hä? Wo ist er denn hin? Da ist er.
Was würde so jemand denn haben wollen? Vertragsverhandlungen. Wir gucken einfach mal. Ah, nee. Ich glaube, den hatten wir schon mal angefragt. Ja, das ist hier komplett absurd, ihn zu holen. Gut, machen wir mal Spielersuche. Vielleicht geht da ja noch irgendwas. Suchkriterien. So, Mitte 60 hier. Ab 66 bitte. Vereinslos und realistische Transfers. Da sind noch ein paar hier. Da haben wir noch ein bisschen was am Start. Ein 70er hier mit Morishe, Haro, Dardelli. Oh ja, hier sind ja noch ein bisschen. Da geht noch was hier. Rechte Seite. Haben wir schon jemand guten, aber der wäre natürlich auch klasse. Allerdings auch einen hohen Marktwert, der Kollege. Hutchinson haben wir hier noch. Da müssten wir jetzt mal überlegen, ob wir uns da noch jemanden holen würden. Erste Mannschaft. Wo wäre es denn am wichtigsten eigentlich? Rechter Verteidiger sieht gar nicht so gut aus, ne? Und linke Mittelfeld. Ja, der ist halt jetzt auch ein bisschen schlecht drauf auch, ne? Der hat eine Grundwerte von 67. Linkes Mittelfeld, rechter Verteidiger, so in dem Bereich. Ja, und auch gern doch vielleicht auch ein OM noch. Ja, auch, ne? Spielersuche nochmal. Suchkriterien. So. Was würde denn hier so ein Moritschke haben wollen? Auch zu viel Geld, ne? Vielleicht kriegen wir noch runtergedrückt. Aber ich würde sagen, es geht nichts hier. Also, über 500.000 können wir gar nichts anbieten. Was haben wir noch hier am Start? Noch jemanden mit 70 hier. Guck mal hier, der hier. Rechts außen, aber. Ja, der kann auch OM spielen mit 69, ne? Gucken wir mal, was der so haben wollen würde. Der will bestimmt auch richtig Kohle hier. 1 Million, das wäre immer noch lächerlich. Nee, das geht nicht, mein Freund. Das geht nicht. Was ist denn, wenn wir hier nach Marktwert sortieren? Hätten wir noch ein DM mit 67 am Start. Noch ein 66er OM. Ja, so richtig helfen die uns dann halt nicht, ne? So eine richtige Hilfe ist das nicht, meine lieben Freunde. So ein 69er wäre schon nicht verkehrt. Alain, wer bist du hier? Er will auch gewiss zu viel. Auch noch ein junger OM. Aber auch hier, ja, da geht vielleicht eher was. Schon für Spieler. Da könnten wir noch gucken, ob wir hier irgendwas auf dem Scheffel bekommen. Aber für 500.000, das ist auch eigentlich zu viel für so. Wobei, er ist ein talentierter Typ, den könnten wir uns vielleicht auch hocharbeiten. Ich versuch's einfach mal, komm. Hätten wir noch einen im offensiven Bereich. Keine Gehaltskürzung. Auflaufprämie 1000. Abstieg, aber bitte für 100. Und vielleicht auch nur 2 Jahre. Da finde ich es ganz gut hier. Siehst du mal, da können wir noch runtergehen hier noch ein bisschen auf 450.000. Das wäre vielleicht nicht der verkehrteste. Ich lasse mal wirken. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Tja, wir müssen uns ja jetzt auch ein bisschen verbreitern, was so den Kader angeht, ne? Dadurch, dass wir relativ viele Spieler haben, die einfach unsere Top 11 hier darstellt und dann ist schon wieder vorbei auf der Ersatzbank, so ungefähr. Preisinger mit einer 65 wäre ja auch immer noch Überlegung wert, ob wir den noch los wird. Also zentral Mittelfeld, gucken wir jetzt nochmal. Zentral oder rechtes Mittelfeld, wobei, das wäre auch nur Alibas ist da ja ganz gut. Zentrales Mittelfeld, da gucken wir nochmal rein hier. Auch von mir aus noch. Spieler suchen wieder. Suchkriterien. Piff, paff, poff. Zentrales Mittelfeld. Hier hätten wir Hutchinson mit einer 70 fast. Okay. Wo haben wir noch die 10er-Leute? Hier haben wir ein paar 10er-Leute. Lucilla wäre da zum Beispiel noch am Start als DM, aber ne? Der kann auch kein ZM. Kann er, aber nur mit einer 65 ist er wiederum auch kein Gewinn so richtig. Yamashita. Google, das sind alles OMs, ey. Ein ZM hätte ich gern noch, muss ich sagen. Und
Da ist eigentlich Alan Judge am Start, aber der will zu viel Geld. Will zu viel Geld. Wie ist es hier mit Greg Bryson? Können wir auch nochmal gucken, was wir da so hinkriegen. Aber das sieht mir auch. Das sieht mir auch nicht nach gut aus. Nee, nee. Also da könnten wir 500.000 bieten und den Rest hier machen. Aber das wird uns hier nicht weiterhelfen. Nee, nee, können wir knicken. Das ist Quatsch. Na, sortieren wir mal nach Positionen. Vielleicht haben wir da, habe ich ja noch jemanden übersehen hier. ZM. Renault Kochard hätten wir noch. Aber der sieht auch nach richtig Kohle aus. Ja, ja, ist auch richtig Kohle hier. Oh je. Nicht machbar für uns. Schade. Hätte ich gern noch jemanden, der da im zentralen Mittelfeld noch irgendwie sagen kann, hey, ich klopp mal dazwischen. Ich bin mal da. Moreno Constanzo wäre jetzt irgendwie auch mal. Komm, wir gucken mal, ob wir ihn noch gescoutet kriegen bis dahin. Roy Mackay macht es jetzt einfach mal. Um zu gucken, was der da als ZM auf die Kette kriegen kann. So, wen hatten wir noch als ZM-Kollegen? Ignakenko oder wie auch immer. Können wir auch mal nachgucken. Allgemeines Scouting hier macht auch mal Kretschmer, dass das jetzt noch hinhaut. Ja, Alan Judge war nix. Ja, gut. Gucken wir uns die Herrschaften mal an. Atiba Hutchinson, der ist natürlich auch hier. Der auch ein Typ, ne? Aber da sind schon andere im Gespräch und da sieht man auch hier, da können wir mit unseren 400.000 Gehalt nichts holen. Lassen wir mal. Wir gehen jetzt endlich mal ins Spiel gegen Freiburg. Mensch, ins Kinder. Gary ist wieder hier am Rumklicken die ganze Zeit und kommt nicht voran. Da geht's jetzt mal rund endlich. Hier, zack, Kinderwunsch nochmal, die Alte. Und hier heiraten geht jetzt auch noch endlich mal, oder? Ja, zack, heute geheiratet hier. Am ersten DFB-Pokalspieltag in dieser Saison. Erste Runde gegen Freiburg. Und wir werden zusehen, dass wir hier um jeden Ball kämpfen. Und natürlich gibt's die Hymne. Und auf geht's, liebe Hansa-Fans. Martin Binting hat die Partie freigegeben. Ich habe übrigens auch noch überlegt, ob man den Delombre vielleicht mal verleihen bei 66. Weil, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Freiburg, Hereingabe von Rabé. Schössfettner ist zu weit weg von Hernandez. Und ja, der macht aus 7 Metern das 1:0 für Freiburg, für den Erstligisten. Ah, scheiße. Guckt auch ziemlich panisch, ne? Hat den Ball vielleicht auch auf die Augen gekriegt. Weiß man nicht so ganz. Oh Mann. Aber Hansa in der 10. Minute mit Vasialidis auf der rechten Seite. Der spielt Dominguez an und dann, nein, ist abseits. Scheiße, Zentimeterentscheidung. Der wäre durch gewesen, der Dominguez. Hinch. Scheiße. Nils Pedersen aus kurzer Distanz schießt der Plaswitsch an. Ja, es ist natürlich ein Gegner, da können wir nicht mithalten. Das ist ganz klar. Ist dann auch so, ne? Wir versuchen es trotzdem. Und bisher liegen wir mit 1:0 hinten. Niederlechner lässt jetzt da Verlat aussteigen, kommt frei zum Schuss, schießt und dann ist Blaswitsch erneut da. Der zeigt hier wieder eine richtig gute Leistung, der Blaswitsch. Und Hansa Rostock, jetzt mit einer Chance. Weiter Einwurf von Guevara von der linken Seite in den Strafraum. Da ist Dominguez da, der verlängert den Ball mit dem Kopf, kommt hin zu Knöll, der schneller als Lienhardt und stochert den Ball an Tata Rusanu. Über die Linie, 1:1 unentschieden. Der Ausgleich, ja sehr schön, super. Dominguez mit der Vorbereitung. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob ich es geschafft habe, die richtige Hymne zu editieren. Ob die dann gleich auch aufhört. Moment. Ja, sehr schön, hat aufgehört. Nicht eine Minute lang. Das war schon mal richtig. Gelbe Karte hier für Schossleitner wegen Handspiels. Ah, sehr gut, Jungs. Und jetzt kommen wir vielleicht sogar noch weiter in Richtung Tor. Langer Ball aus der Rostocker Hälfte. Busam geht da nicht zum Ball. Vasialidis ist durch. Jetzt passt er nach innen. Und da ist schon wieder Knöll da. 2:1. Ja, das ist ja der Knüller. Der Knöller quasi. Törles Knöll. Kurz vor der Halbzeit. Mit der Führung gegen den Erstligisten. Ich bin gerührt.
Ja, trotz der wenigen Chancen wird Gary Blumhardt wenigstens mit deren Verwertung zufrieden sein. Ja, total zufrieden gegen den Erstligisten. Hallo, was soll man denn da sagen, ey? Das ist doch klasse hier. Menschenskinder, jetzt wechseln wir da hinten noch ein bisschen die gelben Karten aus, weil ich keinen Bock habe hier auf Gelb-Rot oder so. Ah, Verlat auch mit einer schlechten Leistung. SimCity auf der rechten Seite mit einer schlechten Leistung. Aber vorne läuft's gerade, sehr schön. Und was ich sagen wollte, war noch hier, ob wir Zapato del Hombre vielleicht auch noch irgendwohin verleihen, wo der Stamm spielen kann. Als Stürmer oder hängende Spitze, das wäre schon richtig geil. Damit der nächste Saison vielleicht auch mit einer 70 oder so wiederkommt. Ich habe nämlich das Gefühl, gegen Will Grigg und gegen Knöll ist da momentan bei einer Spitze nicht so viel zu holen. Und ich glaube, dass wir mit der einen Spitze ganz gut bedient sind, wenn ich mir so die Liga auch angucke. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, Lara lassen wir noch drin. Und auch die anderen lassen wir noch drin. Ja, läuft. Ist doch sehr gut hier. Also das, oh, Menschenskinder hier. Konzentration direkt, damit wir nicht hier die ersten paar Minuten verschlafen und dann einen draufkriegen in der zweiten Halbzeit im DFB-Pokal. Meine lieben Leute, guckt euch das an. Aber der erste Angriff kommt von den Freiburgern. Rave lässt da Guevara stehen und dann, ja doch, will er an dem vorbeigehen. Aber Guevara setzt nach, holt den Ball. Ja, sehr schön, genau so. Oh, Jorge Hernandez hat sich verletzt. Ja, ich habe ja eben gesagt, er hat den Ball gewiss auf die Augen gekriegt und jetzt geht es dann doch nicht weiter. Das ist bitter. Verletzungen mag ich nie, auch nicht beim Gegner. Und ja. Puh, so sieht's aus hier. Menschenskinder, liebe Leute. Das wäre doch hier ein Ding, ey. Wenn wir hier jetzt weiterkommen. Apropos weiterkommen, ne? Belgien ist weiter gegen die Jungs aus Brasilien. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Finde ich richtig klasse, dass sie das geschafft haben. So, Lara kommt jetzt mal gegen Quiring. Ja, ihr seht hier, OM wäre vielleicht auch noch was. Ne? Quiring hat da auch nur eine 65. Aber mit der 4,5 können wir jetzt Lara da mal rausholen. Und wer war denn der Zweite, der noch weitergekommen ist? Hier Uruguay gegen Buxtehude, gegen England, oder? England ist noch weiter. Ich habe es ja nicht geguckt. Bin ja am Boykottieren. So, weiter so, liebe Leute. Das ist doch wunderbar, ey. Guckt euch das mal an, wenn das hier so bleiben sollte. Da werde ich ja ganz nass in der Hose. Marco Terracino kommt jetzt rein für Rave und Moisander für Busam. Oh, von mir aus. Wir sehen aber erstmal Jakobsen auf der linken Seite. Völlig Preise da, dann legt er quer auf Dominguez. Ah, Pass ist ein bisschen schwierig, aber Dominguez nimmt ihn einfach direkt und schiebt ihn rein. 3:1. Das ist ja der Wahnsinn, der helle Wahnsinn hier. Aufstellung, zack, komm, dann kann er direkt nach vorne noch jemanden bringen, der nicht so oft spielt. Knöll hat sich das verdient mit seinem Doppelpack. Das ist ja 20 Minuten noch. Und ja, Einsatz nochmal voll hochstellen. Menschenskinder hier. Petersen setzt sich jetzt gegen Verlat durch, spielt auf Niederlechner. Und dann ist schon wieder Blaswitsch da. Und Claire, der hält uns hier aber auch echt alles da hinten. Freiburg gibt aber jetzt nicht auf mit der nächsten Chance. André Schürrle bei Freiburg bringt die Flanke, Petersen köpft und dann ist schon wieder Blaswitsch da. Wer spielt denn noch hier bei Freiburg? André Schürrle bei Freiburg, das ist ja klasse. Ja, andere Rest geht so, ne? Ist jetzt zumindest keiner, wo man da. Wie kommt der denn da hin? Ah, SimCity spielt hier ein taktisches Foul, ist ganz gut, dann kriegen wir den Konter da nicht reingedrückt, den Angriff. Ja, das ist doch klasse, Mensch. Können wir einfach nur sagen, weiter so. Jetzt nochmal eine Chance. Dominguez macht da, ja, vielleicht das Ding. Nein! Also Zapato del Hombre hatte da den Ball gut abgeschirmt und dann Dominguez in Szene gesetzt, aber Tarantuzano kann den Ball noch um den Pfosten zur Ecke klären. Ha, was ist denn hier los, ey? Keine Punkte oder keinen Sieg geholt. In der Liga aber hier den Erstligisten rauskloppen mit 3:1. André Schürrle versucht nochmal von der linken Seite, flankt Petersen den Ball zu, der geht volles Risiko, hämmert den Ball, Volley aufs Tor, Blaswitsch reißt die Fäuste noch nach oben, aber der Ball geht rein. Ah, jetzt wird es dann hinten nochmal vielleicht eng. Blaswitsch ohne Chance da, Mensch, der war einfach, der war auch zu nah da, ne? Wenn man da aus 2 Metern draufklopst. Volles Risiko, was soll der Torwart machen?
Aber wir kommen nochmal mit einem Entlastungsangriff. Der Lombro beschäftigt sich eine Weile mit zwei Gegnern und dann ist da sein Abschluss zu schwach. Aber gut, er hält den Ball da vorne. Das ist doch genau das, was man braucht. Kurz vor Abpfiff. Geil, Jungs. Wir sind weiter in der, im DFB-Pokal. Man kann es ja gar nicht glauben. Was ist denn das, ey? Richtig super. Richtig stark gespielt. Tolles Knöll mit zwei Buden. Natürlich der Mann des Tages. Aber auch der Lombro hat es gut gemacht. Und ja, auch Blaswitz, ne? Ha. Wunderschön, wunderschön. Wir gucken in die Ergebnisse rein, ob wir noch so Überraschungen haben. Fürth verliert gegen Köln. Hier Rostock gegen Freiburg. Klasse, ey. Heidenheim verliert gegen Leipzig. Wiesbaden kegelt die Frankfurter raus im Derby quasi. Uiuiui, im Hesse-Derby. Heieieiei. Tja, Aalen besiegt Ingolstadt. Auch so ein Ding. Köln gewinnt gegen Augsburg. Die Höherklassigen fliegen hier raus. Chemnitz allerdings keine Chance gegen Wolfsburg mit 5:0. Duisburg gegen Mainz ist raus. Erfurt verliert gegen Hoffenheim, Würzburg gegen HSV. Auch Hertha macht seine Aufgabe ganz klasse gegen Unterhaching mit 4:0. Viktoria Köln 1:6 gegen Schalke. Bremen ganz knapp gegen Altona 0:1. 1860 München verliert knapp gegen Leverkusen. Cottbus 0:3 gegen Bayern. Dortmund mit einem schmeichelhaften 0:1 gegen Frankfurt. Leipziger Lokomotive verliert gegen Gladbach. Wiedenbrück 0:5 gegen Stuttgart. Dann kommen wir hier, Sandhausen kickt Dresden raus, Karlsruhe verliert gegen Nürnberg, Lotte verliert gegen Kiel, Osnabrück verliert gegen Darmstadt, Magdeburg verliert gegen Pauli, ihr merkt, die ganzen Heimspiele gehen fast alle als Niederlage raus. Hier, oh, Schaka hat sogar hier für Magdeburg noch getroffen bei dem 4:5. Dann haben wir Paderborn, Sieg gegen Braunschweig, Jena verliert gegen Aue, Zwickau im Elfmeterschießen gegen Regensburg gewonnen, Halle verliert gegen Bochum. Steinbach verliert 3:6 gegen Bielefeld. Interessantes Ergebnis. Groß Asbach 1:2 gegen Düsseldorf verloren. Lübeck gewinnt gegen Kaiserslautern 4:3. Dann haben wir noch Norderstedt gewinnt gegen Hannover 96 3:0. Das ist auf jeden Fall auch eine krasse Überraschung. Und Havelse verliert gegen Union Berlin. Ja, sehr schön, ey. Ja, hallo, guten Morgen. Da lacht auch die Frau bei der Auslosung. Den gucken wir uns natürlich jetzt direkt an. Die komplette Auslosung, natürlich. Es könnte sein, dass der Gary wieder eine längere Folge macht. Letztes Mal war ja irgendwie fast eine Stunde 20. Aber die Auslosung hier müssen wir uns jetzt natürlich live angucken, zumindest bis wir gezogen sind. Erstes ist Hoffenheim gegen Schalke. Hier Norderstedt, das wäre doch ein... Da könnten wir doch jetzt mal rankommen, oder? Ah, schade, Bremen. Schade, schade. Paderborn. Ran gegen... Bayern München. Uiuiui. Ach, sind es immer noch zwei Lostöpfe, weil hier irgendwie nur auf der rechten Seite und da nur auf der linken Seite gezogen wird. Das wäre bitter. Lübeck muss ran gegen den ersten FC Köln. So. Dann haben wir den HSV. Gegen wen muss er ran? Gegen Pauli, das wäre natürlich klasse. Ne, gegen Sandhausen, okay. Wehen Wiesbaden zu Hause. Natürlich gut immer für so Vereine, ne? Wenn die ja zu Hause spielen gegen VfL Bochum. Naja, okay. Da könnte der ein oder andere gewinnen. Also es gewinnt ja eh der ein oder andere, aber das ist ein Ding auf Augenhöhe. Fortuna Köln gegen Stuttgart, das werden die Kölner bestimmt nicht schaffen. Hansa Rostock, wir haben Heimspiel, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal richtig gut. Wer kommt jetzt? Wer kommt? Nürnberg, ich glaube, das ist auch noch machbar. Es ist nicht das schwierigste Los in diesem Pott hier auf jeden Fall. Den Rest können wir jetzt hier skippen. Wolfsburg gegen Berlin, Pauli gegen Düsseldorf, Gladbach gegen Dortmund, die beiden Borussen gegeneinander. Berlin gegen Aue, Bielefeld, Mainz, Darmstadt, Red Bull, Aalen, Zwickau und Holstein Kiel gegen Leverkusen. Ja, klasse, ey. 1991 hat übrigens Hansa Rostock gegen Eisenhüttenstadt den Pokal gewonnen. Okay, da stimmt auch irgendwas nicht. Ja, ist doch super. Ja, klasse, Mensch. Jugendspieler verpflichtet hier. Da machen wir direkt Fotos wieder. Wenn ich mein Fotoding hier finde, dieses Telefon. Hier haben wir es. Einmal hier Leon Kempis. Können wir gucken, ob das ein richtiger ist. Und dann haben wir noch Stefan Treh. Okay. Wunderbar, ey. Wir sind weiter, Jungs. Das ist ja richtig klasse, ey. Da kann ich ja... Und aus der ersten Liga sind... vier Leute raus, nämlich Freiburg, die haben wir rausgekegelt, Augsburg, Ingolstadt und Frankfurt. Mensch, Mensch, Mensch. Das muss doch jetzt Aufschwung geben. Für die Partie. Plus 1 Manager-Level. Zack, Level 6 sind wir dann. Neuer Gegenstand hier. Für unsere Ledermappe. Brauchen wir nicht.
Pokalprämie 300.000. Also da geht jetzt auf jeden Fall noch was vom Geld her. Das finde ich gut, weil selbst wenn wir jetzt keine Spieler mehr holen, könnten wir unbedingt mit den Bauen rauskommen. Ne? Also so und mal hier so sagen von wegen, hallo, ich möchte ausbauen. So, Duisburg, Dennis Strauß, Danny da Costa, das wären natürlich auch klasse Leute, ne? Diese wollen losgeworden werden, so ungefähr. Rechte Seite wäre auch gar nicht verkehrt für uns. Er hat die Schnauze voll da. Das heißt, wir versuchen es hier einfach auch mal. 750.000 bei Dennis Strauß. Transferfenster müssen wir aber erstmal ein bisschen hin und her schieben. Und Geld wieder. Finanzstatus. Budgetänderungen. Gehen wir jetzt mal hier so rein. So, dann haben wir 600.000 und 1,2 Mille. Das geht ja auf jeden Fall. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwie Möglichkeiten mit Danny da Costa. Gehen mal beide mit 750.000 an. Ja, beide geht ja nicht, ne? Dann sind wir wieder raus aus unserem Transferbudget. So, mal gucken, ob wir irgendeinen von den beiden bekämen. Ja, ja, jetzt sagen die nämlich hier wieder, ach, das war dumm. Was hat der hier? Publikumsliebling und Fairness und der Danny da Costa, was ist mit dem? Ehrgeizig, professionell und Frohnatur, aber verletzungsanfällig. Oh, alles klar, einmal zurückziehen. Das habe ich nicht gesehen, Angebot zurückziehen, zack, bitte. Hoffen wir einfach, dass das hier mit ihm nicht der Fall ist. Nee, der hat nichts da stehen, dann gehen wir hier mal mit 750.000 in die Verhandlung rein. Weil rechter Verteidiger, da können wir auf jeden Fall einen 70er gut gebrauchen. Richtig gut gebrauchen. Ne? Und dann, habe ich noch gesagt, könnte man überlegen, Spielersuche, ob man so ein OM da noch mitnimmt. Und dafür Quiring auch nochmal abgibt. Ja. Constano, Henkilen. Gucken wir erstmal hier nach Stufe 10. Skugal, aber sind auch so 66er alles, ne? Richtig weiterbringen tun die uns auch nicht. Er hier vielleicht mit seiner 69, Rennen Sugare. Aber der will bestimmt auch ein gutes Gehalt. Naja, das ist halt, ne? Das können wir halt dann nicht machen. Das sind dann einfach Gehaltsforderungen, die bei uns nicht gehen. Ist so, ne? Bei uns könnten wir höchstens hier halt irgendwelche Leute holen, die eine Gehaltsforderung haben, die halt irgendwie bezahlbar ist für uns. Ne? Das ist schwierig. Sehr schwierig. Und für so einen 66er brauchen wir jetzt auch nicht da nochmal Geld ausgeben eigentlich. Da haben wir dann auch mit 65 unseren Kollegen Quiring da. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir es einfach geschafft, im DFB-Pokal weiterzukommen. Supergeil, ey, supergeil. Was sind hier für Wechsel? Korsia wechselt für 30 Mille zu Valencia. Juanmi für 20 Millionen nach Sporting Lissabon. Nacho Fernandes wechselt von Real zu Sevilla. Und Gulaschi von Leipzig Richtung Leverkusen. Und von Leverkusen wechselt Alario Richtung Hoffenheim. Bremen holt sich Frank Fabra von Frankfurt. Da sind ein paar Wechsel am Start auf jeden Fall. Ja, Udaching hat sich hier ein OM aus 70er Wertung ungefähr geholt. Umsonst. Krass. Auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt richtig bitter für uns. Dass jetzt Unterhaching sich hier so einen noch dahin holt. Aber vielleicht ist der nicht ganz so gut, wie er da den Anschein hat. Weil, oh. Wenn der nämlich jetzt hier, könnte nämlich sonst unseren Kollegen. Ah, das ist ja richtig bitter. Holen die sich da noch ein? Was soll das? Ey, Josef Kerscher. Oh, ist da hingewechselt, direkt mal 6 Wochen verletzt. Ach. Das ist natürlich scheiße, ey. Und dann holen die direkt noch einen da hin, ey. Meine Güte, meine Güte. So, dann holen wir ihn hier für 60.000. Und, ach ja, ihn hatten wir ja noch hier. Ich erinnere mich. Als OM. Gucken wir mal. Den 19-Jährigen. Und dann könnte man nämlich Quiring abgeben. Oh, Knöll.
fällt aus. Und Alan wechselt nicht. Der hat den abgesagt. Was ist denn hier los, Jungs? Wollt ihr schon wieder hier so viel Kohle? Was ist die Sache mit euch, ey? Komm, machen wir nur 2 Jahre. Müsst ihr wohl jetzt annehmen hier, bitte. So, Dennis Strauß. Gut, dann gehen wir hier mal rein in die Verhandlungen mit Dennis Strauß. Das ist schon mal sehr fair für ihn. Können wir aber dann auch wieder runtergehen hier vom Gehalt her. Aber wenn die schon sagen, das ist mir viel zu wenig, dann ist das, taugt es nix. Weil dann kommen die nicht. Dann sagen die wieder, nee. So wie gerade hier unter Alain, ne? Das war leider nix, ey. Duisburg und Hansa einigen sich. Jetzt gucken wir, ob wir Dennis Strauß bekommen. Das wäre auf die, jawohl, sehr gut. Akzeptieren. Die Nummer 5. Ja, können wir nehmen, ne? Pressekonferenz, 10.000 Euro. Neuverpflichtungen sind begeistert. 2 Wochen fällt Preisinger aus. Scouting abgeschlossen von Katic. Noch nicht ganz, nee. Knöll ist wieder fit. Tibrot wechselt ablösefrei. Ja, das macht er jetzt langsam hier. Da wird doch ein Schuh draus, auf jeden Fall. Sponsorenpyramide. Alain wechselt halt nicht. Den hätte ich jetzt doch ganz gerne gehabt, ey. Schade drum. Aber der ist, müssen wir mal ins Blickfeld auf jeden Fall reinpacken. Und der ist ja vereinslos. Da könnte man auch noch während der Saison sagen, komm doch mal. Und sag mal hallo. So, Knöll ist wieder fit. Das ist alles in Ordnung. Unseren Sponsor, gucken wir mal hier, Burger King. Was wollen die so? 1 Jahr ist okay. Vielleicht geht da noch was nach oben. Ja, ein bisschen. 21.000. Sir, auf jeden Fall unser bester Typ hier. Audi mit 9.000, die haben auf jeden Fall einen guten Deal gemacht, Mensch. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich wüsste halt mal gerne, warum hier steht die bösen Misserfolge der jüngeren Vergangenheit. Das ist doch Quatsch. Das ist doch vollkommen Quatsch. So, hallo, herzlich willkommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwen was sagen können. Preisinger, nee. Zweikämpfe gewinnen wir hier. Ah, das ist doch... Da freue ich mich jetzt richtig, dass wir so weitergekommen sind, ey. Klasse. Klasse, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Alles in Ordnung bei dir? Können wir mal hier fragen. Preisinger haben wir jetzt noch nichts. Der Lombre, da ja, ist fast die Frage, ey. Aber dann haben wir nur 2 Stürmer. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Wir lassen ihn bei uns. Wir trainieren ihn fleißig. Und das werden wir schon hinkriegen. Quiring. Können wir auch nichts Wichtiges sagen. Will Grigg. Was ist denn hier? Ich möchte mit vielen hohen Flanken spielen. Mich überzeugt hier. Schösswendner. Okay, Diané. Kopfball verbessern. Verlad. Vertragt euch wieder. Achso, wir haben schon wieder hier irgendwie. Aha, müssen wir nochmal gucken. Ich erinnere mich, da gab's was. So, Will Grigg möchte mit vielen hohen Flanken spielen. Das könnten wir mal versuchen. Öffne Taktik. Anweisungen. Mal hohe Flanken. Und, aber wie kann man denn sagen, dass die oft flanken sollen? Geht es irgendwo? Flankenhäufigkeit? Irgendwo müsste doch sowas auch sein, oder nicht? Irgendwie hatte ich gedacht, es geht. Naja, gut. Dann ist es halt so. Gucken wir mal hier die anderen Anweisungen an. Aber ich sehe da jetzt so nichts, muss ich sagen. Was haben wir jetzt hier gemacht? Weiß ich auch schon nicht mehr. Hab ich jetzt hier. Ne, das war Quatsch hier. 4-5-1 möchte ich gerne wieder haben. Und da muss ich gucken, ob ich das jetzt hier. Ne, hat er natürlich nicht übernommen, weil er es bei dem anderen übernommen hat. Die sind ja schon hier. Ja. Sturmtank können wir natürlich unseren. Da vorne einstellen. Ja. Die Abwehrreihe nochmal ein bisschen nach hinten schieben. Und dann
Hoffen wir doch mal, dass wir aus dem Spiel gegen Freiburg hier einiges mitnehmen können. Hansa-Fans begeistert über den Wechsel von Dennis Strauß. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das ein richtiger Spieler ist. Ach komm, ey, was ist denn mit dir hier los, Mensch? Kriegst du auch noch hier... Bringt dir das was hier? 5000 Euro Handgeld. So, zack, jetzt nimm da einfach mal an, du Penner. Von mir aus machen wir hier auch noch... Bist Ergänzungsspieler, musst du da jetzt mal hier sagen, ich komme. Ach, der wird das auf gar keinen Fall genehmigen. Warum? Machen wir es so. Muss doch mal jetzt hier kommen, dieser komische Typ. Gibt's doch gar nicht. Mensch. Ja, Freiburg auch hier gegen Bayern München verloren im ersten Spiel. Also Freiburg hat da gerade auf jeden Fall Probleme. Aber nur mit einem Tor Rückstand. Das ist nicht so wild auf jeden Fall. Klasse. Super. Nürnberg würde ich gerne mitnehmen, auch wenn es dann wieder eine härtere Folge wird, eine längere. Das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat für den Aufstieg natürlich mit fast 800er Stärke. Topspiel ist aber Hannover gegen Düsseldorf, Berlin gegen Heidenheim und Fürth gegen Bielefeld. So, Strauß trägt natürlich in der Startelf. Der ist da natürlich sehr gerne gesehen. Gucken wir mal hier, die zweite Mannschaft mal 0-0 geholt zumindest. Flugparaden oder Plaswitsch, ja, macht er schon noch irgendwann. Scouting abgeschlossen, Scout kehrt zurück. Ketic, standesgemäße Vorstellung. Okay. Nochmal hier gucken bei den Scouts. Ah, die haben noch alle, okay. Wobei, das sind ja jetzt hier unsere... Komm, wir machen jetzt hier anders. Du kriegst nämlich jetzt hier die Aufgabe, mal Jugendscout zu machen. Der Römer Kai. Der macht mal hier allgemeines Scouting in... Ja, in den Niederlanden vielleicht mal, ne? Da kommt ja auch vielleicht was herkommen. Für uns so. Abstärke 65 oder so. Permanent und realistische Transfers. Bitteschön. Ja, wir gehen ran ins Spiel gegen den Club, ne? Gegen den Club. Müssen wir mal gucken. Die sind 40 Punkte stärker. Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können, ne? Dass wir hier sogar einen Erstligisten nach Hause schicken. Ohne Punkte. Und jetzt müssen wir zusehen, dass das auch klappt. Gegen einen Ligakonkurrenten, der deutlich stärker ist, aber die ersten 10 Minuten noch nichts auf die Kette bekommt gegen uns. Zu Hause ist Nürnberg natürlich da auch klar im Vorteil noch mit der Stärke, aber die erste Chance kommt erstmal hier für Törles Knöll, der kann leider nicht zum Schuss kommen, weil Ondrej Petrak noch dazwischen springt. Die anschließende Ecke gab nichts und dann sehen wir Edgar Sully. Der aus der Distanz mal versucht zu schießen, aber der geht in den Himmel über Nürnberg. Da gab es also nichts zu holen. Volley-Schuss von Ishak aus 21 Metern, aber auch der geht drüber. Und jetzt Hansa Rostock. Gute Kontermöglichkeit für den ersten Hansa Rostock. Schlechtes Anspiel jetzt von Dominguez. Schade, lieber Dominguez. Da musst du konzentrierter sein. Ja. Ondrej Petrak zeigt mal hier Einsatz gegen Teuerkauf, holt sich gelbe Karte, aber da sollte ein Zeichen gesetzt werden, wie es so schön sagt. Jetzt wieder kommt Sabi Predro über den rechten Flügel, aber Guevara klärt in höchster Not. Auch die brachte nichts ein. Jetzt haben wir hier schöne Kopfballverlängerung von Jakobsen auf Lara, aber abseits. Schade. Aber so ist es doch bisher ganz gut. Ja, ich dachte jetzt gerade, und dann kommt ein Freistoß von Petro, der auf Ishak läuft, und dann nimmt er ein volles Risiko, aber schießt dann die Eckfahne. Ja, da kann er hinschießen, von mir aus, jedes Mal am liebsten. Überhaupt kein Problem für mich. 25 Minuten gespielt, das ist ein ausgeglichenes Spiel bisher, ganz gut auf jeden Fall. Und Hansa Rostock jetzt mit einer etwas besseren Chance, die kommt da. Freistoß hoch in den Strafraum, Knöll setzt sich durch und macht das Tor! Der macht das Tor! Ja, der ist ja, der kommt ja richtig an jetzt hier gerade. Knöllchen. Sehr gut. 1-0. Das ist auf jeden Fall wieder ein ganz gutes Ergebnis. Aber wir haben das ja immer geführt in der zweiten Liga.
Jetzt Sully versucht es mit Ishak, aber der wird von Dennis Strauss, unserem Neuzugang, auf der rechten Seite gestört. Ach, ist das klasse. Nürnberg jetzt nochmal versucht es mit einem weiten Abschlag von Thorsten Kirschbaum. Petrak holt den Ball, spielt dann auf Pietro und der macht ihn rein. Xabi Prieto macht ihn rein. Kurz vor der Pause. Oh, der ist aber auch schon altes Eisen hier. Menschenskinder, das war scheiße jetzt hier, ey. Aber 1-1 ist ja auch immer noch eine klasse Leistung. Allerdings wäre ich gerne mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Tore Jakobsen ist nicht fit, ne? Merkt man hier. Und Lara ist auch nicht so fit. Aber die holen sich jetzt ihre Fitness einfach übers Spiel. Michael Ishak versucht's. Spitzelt die Kugel vors Tor, aber Guevara ist da mit einer Ecke. Die Ecke kommt rein, ist die erste im Spiel. Xabi Prieto bringt sie, findet aber niemanden außer Schösswendner. Der kloppt den Ball raus und Teuerkauf ist dann gegen Sakai da und dann landet der Ball irgendwie bei Ishak. Der nimmt den jetzt natürlich an, man kennt es ja. Juschenko steht in der Bahn, fälscht den Ball ab. Blaswitz ist chancenlos, aber kam Tor vorbei. Das ist ja hier im Namen Juschenko, den hatte ich ja eben auch schon mal da am Drücker als OM. Der kann da spielen, den 72, aber der ist dann halt auch wieder unbezahlbar. So ist das halt. Gelbe Karte holt sich dann nochmal jemanden. Teuerkauf hier mit einer 5. Dann kommt Verlat da mal rein und Diané in die Innenverteidigung. Auch Lara hat nur eine 4. Domingisch ebenfalls. Da frage ich mich, ob wir vielleicht das Risiko eingehen sollten, um ein bisschen offensiver werden. Aber wir bringen erstmal Quiring. Das ist zumindest kein Punktverlust von der Stärke her. Gelbe Karte für Sakai, der natürlich Knöll fast den Kopf wegtritt. Wir gehen weiterhin drauf. 1-1 gegen Nürnberg wäre auf jeden Fall ein Teilerfolg. Und in der Tabelle wird es uns jetzt zwar Punkte kosten oder Plätze kosten, aber ein Punkt ist besser als kein Punkt. Von daher wäre ich da jetzt nicht abgeneigt. Ecke erstmal jetzt von Hansa Rostock. Vasialidis bringt sie rein und dann ist Luis Neto da und kann die Ecke klären. Okay, alles klar. Das sieht ganz gut aus hier. 70. Minute, es ist immer noch unentschieden dran. Aber jetzt haben wir hier, oh, Vasialidis mit einer gelben Karte und eine richtig gefährliche Freistoßentfernung für die Nürnberger. Prieto schießt den aus 25 Metern. Aber auch übers Tor. Okay, liebe Rostocker, lieber Hansa, FC Hansa Rostock holt hier einen Punkt gegen den Club, das wäre nicht verkehrt. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht noch den einen oder anderen noch auswechseln. Jakobsen ist nämlich langsam echt platt hier auf der Seite. Jetzt müssen wir schauen, was uns. Ne, so hätten wir mehr Punkte. Den müssen wir jetzt leider rausholen. Hat auch kein überzeugendes Spiel gemacht. Der ist natürlich auch noch durch seine Verletzung ein bisschen hinten dran mit dem Training und allem. Ne? Da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Und deshalb müssen wir ihn jetzt mal eine Viertelstunde hier vor dem Ende auf jeden Fall rausholen. So, nochmal Konzentration hier, damit wir nicht einen dummen Gegentreffer leisten können hier. Valentini kommt für Sakai rein und Christian Clemens für Edgar Sully. Und die Nürnberger wieder. Xabi Prieto versucht auf der rechten Seite aus 30 Metern mal, trifft den Ball perfekt. Blaswitz springt verzweifelt und da passt der Ball genau rein. Aus 30 Metern haut er den einfach rein. Ey. Oh Mann. Ach, so eine Scheiße. Ey. Ach, ist das ein Mist, ey. So gut wie da im DFB-Pokal gespielt haben, aber hier in der Liga läuft es noch nicht. Ey. Gar nicht. Los jetzt. Kommt. Nochmal ein Aufbäumen, bitte. Damit wir wenigstens hier mal die Punkte verdoppeln bei uns. Aber es kommt nichts mehr. Kurz vor der Tribüne, ich kann auch nichts mehr sagen, sonst sitze ich auf der Tribüne und jetzt gibt es vielleicht sogar noch. Oh, Brito mit der Hacke auf hier. Jurchenko, der dringt in den Strafraum ein. Ja, und macht das 3-1. Oh je.
Das hat der Mittelfeldspieler wirklich unglaublich gut gemacht. Ah, 4 Minuten Nachspielzeit, um Gottes Willen. Eieieiei. Dominguez versucht jetzt nochmal mit einem Abspiel auf Curlis Knöll. Aber dann verzieht er einfach. Jetzt doch mal gut, Pfeiffer einfach. Isak gewinnt gegen Dennis Strauß, spielt dann Clemens den Ball zu. Der links außen kriegt den Ball aber nicht an Plastik vorbei. Ach, durch so einen Sonntagsschuss gerätst du hier in Rückstand und dann kriegst du noch das 3:1 rein. Ist doch. Ist das übel, ey. Mann, ey. Ja, sieht schlecht aus hier. Momentan für uns. Für Fürth wiederum gar nicht so. Die haben hier ein gutes Programm gehabt mit Pauli und mit Braunschweig. 2x Siege geholt. Das sind natürlich richtig wichtige Punkte direkt, ne? Dresden verliert gegen Bochum. Hannover gewinnt gegen Düsseldorf. Kiel und Regensburg 1:1, genau wie Aue und Braunschweig. Unentschieden ebenfalls Berlin gegen Heidenheim. Fürth verliert dann jetzt hier das erste Spiel 0:4 gegen Bielefeld. Kaiserslautern 2:2 gegen Pauli und 0:1 verliert Sandhausen zu Hause gegen Darmstadt. Ja, bitter ey. Serie D in der 11 des Tages. Keiner von uns natürlich. Beste Spieler, gucken wir mal ran. Tolles Knöll trifft momentan, aber es reicht eben nicht, ne? Ansprache leider fehlgeschlagen, ja. Jetzt kriegen wir, glaube ich, das hier um die Ohren geknallt alles. Marc Uth wechselt von Schalke Richtung Red Bull. Lucas Hernandez von Atletico zu Arsenal für 53 Millionen. Das ist natürlich auch ein Transfer. Mensch. Christian Benteke zu Hoffenheim, Fragezeichen. Ja, das wäre auch ein Wechsel, ey. Noch ist keiner entlassen worden hier bei uns. Was ist denn mit diesem Typen hier los, ey? Wie viel scheiß Geld will der denn haben, ey? Gibt's doch gar nicht. Sollte sich nur auf die Bank setzen bei uns. So, ist jetzt aber auch das letzte Angebot hier. Wenn du nicht kommst, dann Pech gehabt. Ja, Robert Marin ist jetzt hier zwar zufrieden, aber ist kein Aufwärtstrend zu sehen. Dann bin ich gespannt, ob wir hier noch lange überleben können. Ja, Matthias Leier lehnt den Wechsel ab. Was ist denn los mit dem, ey? Was für ein Typ. Und eine Scheiße. Dann müssen wir gucken, ob wir noch einen anderen Torwart uns holen können. Und dann ist hier auch bald schon Schicht im Schacht, was die Transferregion angeht, ne? So, hier mal wieder Richtung Anfang 50er gehen. Ohne Verein. Patrick Treves könnte man mal anfragen zum Beispiel. Was bist du so für einer? Da fragen wir dich mal an. Der will natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Gehalt, auf jeden Fall. Aber 100.000 ist ja auch noch okay. Hier machen wir wieder die 1.000 hin. Und dann können wir hier noch ein bisschen runtergehen, auf jeden Fall. Ich würde aber jetzt gerne eigentlich unbedingt einen direkt holen. Deshalb mache ich hier akzeptabel, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit für die Vertragsverhandlungen. Es ist bald Schluss mit lustig. Und deshalb nehmen wir das jetzt erstmal so. Patrick Treves haben wir also noch. Wäre noch ein Typ für die Verbesserung der Mannschaft. Ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden, wenn wir uns das hier so ansehen. Wir könnten noch überlegen, was wir mit Rankovic machen. Der ist ja auch eigentlich auf der, und auch mit Gruppe. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht auch ein paar Spieler hier haben, wenn sich mal wer verletzt, ne? Quering wäre auch noch so ein Abschusskandidat eventuell, oder Breisinger. Aber so richtig was als Verstärkung haben wir da auch nicht mehr. Das wird alles ein bisschen hart. Naja gut, die Folge ist vorbei. Ein richtig geiles Spiel im DFB-Pokal und eine Niederlage, wo wir schon wieder geführt haben. Vielleicht müssen wir mal in Rückstand geraten. In der Liga. Vielleicht sollte ich mal die erste Viertelstunde ohne Abwehr spielen und dann richtig aufstellen. Keine Ahnung. Wenn ihr hilfreiche Tipps habt, sagt mir aber Bescheid. Ansonsten macht's gut, meine lieben Leute. Bis dann, der Gary ist weg.